Unterrichten Sie eigentlich immer noch dieses komische Buch mit diesem eine Seele in meinen zwei Brüsten? Los! Der ganze Scheiß ist bald vorbei. 13 jämmerliche Jahre finden ihr verdientes Ende. Dann sind wir frei. Ich schreibe in der Viertelstunde Mathe und ich raff nix. Gar nichts. Ich glaube, ich mach Schluss mit Sandra. Du bist so ein Wichser. Wieso gibst du nicht einfach zu, dass du keinen Bock auf mich hast? Meine, das Geile an den ganzen kleinen Keulen ist doch, dass sie dich behandeln wie verdammt prominent. Weißt du, was ich wirklich bereue? Dass ich ihm nachts damals nicht heimlich den Schwanz abgeschnitten habe. Wenn ich eine Alte hab, und hey, zum Glück, ich hab keine, aber wenn ich eine hab, bin ich der Einzige, der die nagelt, verstehst du? Der Einzige. Seid ihr denn schon 18? Hey, Baby, jetzt mach doch mal bitte hier nicht so einen Zeckmeck und drück den Whisky raus. Und wenn du unbedingt zu jemandem boshaft sein musst, warum gehst du nicht einfach nach Hause und willst deine Kinder? Ich glaube, auf den Schreck sollten wir erstmal ein Kissen, oder? Sag mal, kriegt man da irgendwelche neuronalen Schäden von? Geh dir doch mal an, die haben doch alle irgendwie Schaden. Frauen rasten da manchmal aus, das ist genetisch bedingt. Der Typ war jetzt zum ersten Mal besoffen, er war zum ersten Mal bekifft und jetzt poppt er hier einfach rum. Wird gepoppt. Rügen, wir wollen eigentlich gehen. Ja, komm gleich.